sehe jemanden. Ja, da ist irgendwer. Das alles. Das ist nicht meine Welt. Dafür röhrende Motoren. Soldaten. Wir kommen in der Nacht. Aufwachen, Bleskovic! Sie übernehmen! Ich muss mal pissen! Ach, Scheiße! Nein. Nicht heute! Bleskovic, nach hinten, schnell! Machen Sie die Treibstoffleitung zum Motor 6 dicht, schnell! Mit dem Werkzeugschränken finden Sie, was Sie brauchen, eine Zange und Draht. Die Treibstoffleitung befindet sich in der kleinen Kammer. Ich muss einen Krieg gewinnen. Noch am Leben, Sie Glückspilze! Sie sind echt hart im Nehmen, Grundgütiger! Mayday! Vulture 1, bitte kommen, Vulture 1! Erste-Hilfe-Koffer, Blasco! Nehmen Sie!
Was machst du jetzt, du verrückter Kerl? Kondor 9, hier Vulture 1, Sie sind zu nah. Abstand! Negativ, Vulture 1. Haben hier ein ernstes Problem mit der Steuerung. Ich muss die Formation verlassen. Machen Sie Platz, Fergus. In Ordnung, Randall. Oh nein. Blasco, fahren Sie das Radar ein. Der Hebel oben neben den Lampen. Besten Dank, Captain. Wie ist Ihr Status? Leskovic, bei uns hier ist die Kacke am Dampfen. Wir sitzen hier im Flieger fest, während uns irgend so ein Panzervieh den Arsch aufreißen will. Kein Witz. Ich habe das gleiche Problem. Sitze in den Trümmern fest. Leskovic, sind Sie das da drüben? Hey, Private Wild, leuchten Sie.
Fresco, sehen Sie das Licht? Feuert das Licht aus! Ja, Sir! Ich kann Sie sehen. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen hier verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschützturm unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Kleine Waffen können denen nichts anhaben. Können Sie zu uns rüberschwimmen? Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren. Guter Plan, Fergus. Ich komme zu Ihnen. Eins von Totenkopfs Biestern hätte den Mann schon längst töten sollen. Also gut, hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Also, Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Verstanden. Ah, legen Sie das an. Ich halte Funkkontakt. Okay, Leute, bereit machen für Deckungsfeuer.
patrouilliert bei den Schützengräben. Verschwenden Sie Ihre Munition nicht. Handfeuerwaffen sind bei dem Ding vollkommen wertlos. Untersucht! Das ist eine ganz neue Dimension des Krieges.